Wenn die Schulter schmerzt, Ursachen und Behandlung. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Nehmen wir mal an, Sie haben Probleme mit Ihrer Schulter. Sie tut immer wieder weh, auch nachts im Bett, und außerdem lässt sich der Arm nicht mehr in jede Position drehen. Was kann das sein und was kann man da tun? Das ist jetzt die Frage. Bei mir ist Ralf Hanz, er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Parchim. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank, dass ich kommen darf. Herr Hanz, wie stellt der Arzt fest, was die Ursache der Schmerzen ist? Ja, im Prinzip geht es den Standardweg. Wir gucken immer erstmal klinisch natürlich, was kann der Arm, wo sind die Beschwerden, in welchem Bereich sind die. Da gibt es ein paar Muster, die man sich schon mal angucken kann. Dann gibt es natürlich die apparative Diagnostik, das heißt, wir schauen mit dem Ultraschall ganz gerne mal ins Gelenk hinein. Das Röntgenbild ist natürlich auch für Orthopäden immer wichtig, um zu gucken, wie ist die Arthrose, ist da eventuell Kalk mit dabei. Und bei den Schultern ist ja oft vorrangig das Weichgewebe sozusagen betroffen, die anhängenden Bandstrukturen und Muskeln, sodass man eigentlich auch ein MRT zur Diagnosesicherung immer noch mal haben sollte. Hilft manchmal auch eine Blutuntersuchung? Auch eine Blutuntersuchung kann Hinweise geben, genau bei bestimmten Erkrankungen wie Gicht kann die Harnsäure erhöht sein, Entzündungswerte werden kontrolliert. Auch das rheumatische Feld ist damit dabei, dass man also bestimmte Marker da sehen kann. Ja, damit man weiß, dass man die auch berücksichtigen kann. Genau. Was kann denn alles wehtun an der Schulter? Sie haben da ja so ein Modell mitgebracht. Vielleicht können Sie uns das daran mal zeigen. Also, die Schulter ist ja im Gegensatz zu anderen Gelenken so, dass das knöcherne Ausmaß, die Arthrose, gar nicht so essentiell ist, sondern dass durch die anatomischen Besonderheiten eher das Problem im Weichgewebe ist. Das heißt, die Rotatorenmanschette, all diese Strukturen, die den Arm bewegen, können hier unter dem Schulterdach einklemmen. Und dann entsprechende Beschwerden machen. Auch die Reaktion des Körpers auf diese ständige mechanische Beanspruchung führt dann zu weiteren Folgen sozusagen, dass der Muskel sich immer dünner schleift, dass es Entzündungsreaktionen gibt. Der Schleimbeutel kann sich entzünden, der hier im Prinzip dazwischen steckt. Es kann auch dazu führen, dass der Muskel sogar irgendwann abreißt. Ja, oft haben wir eben auch noch zusätzliche knöcherne Anbauten hier an diesem ganzen Eckgelenk sozusagen, die dann auch den Muskel in die Zange nehmen sozusagen und dann die Beschwerden immer wieder hervorrufen. Das heißt also, sowohl Knochen können die Schwierigkeit sein. Genau, es kann auch knöchern sein. Im Gegensatz jetzt zum Hüftgelenk zum Beispiel spielt aber der knöcherne Anteil, der Verschleiß sozusagen in der Schulter, keine vorrangige Rolle. Das ist eher so, dass im Prinzip die anderen Strukturen da in der Schulter die Beschwerden machen. Also die Muskeln, da ist ja auch öfter von dieser Rotatorenmanschette die Rede. Sie sagen das ja auch, das ist ja ein wildes Wort. Was genau ist damit gemeint? Die Rotatorenmanschette sind im Prinzip vier Muskeln, die sich über das Schultergelenk anschmiegen und die den Arm auch drehen. Das heißt, je nachdem, welcher Muskel betroffen ist, gibt es die Innenrotation oder die Außenrotation. Und die werden durch die Rotatorenmanschette geliefert sozusagen. Und jetzt, was ich da gerade sehe, hinten das Rote, das wäre dann der Schulterblattmuskel? Genau, hier sind die beiden hinteren Muskeln. Oben ist der Supraspinatus, den man öfter mal auch kennt sozusagen. Ja. Und der Infraspinatus noch. Und der Subscapularis, das ist der Innenrotator. Diese vier Muskeln bezeichnen wir als Rotatorenmanschette. Die sind natürlich im Original nicht so wie hier klar abgegrenzt, sondern das ist eine große Manschette. Das heißt, der Übergang ist da sehr fließend. Ja, und von den Muskeln gehen ja Sehnen zum Gelenk, wenn ich das richtig weiß. Nein, nicht zum Gelenk, sondern andersrum. Hier an der Seite setzen die Sehnen dann an, die den Arm dann bewegen. Die Kraftübertragung vom Muskel wird dann über die Sehne in den Knochen eingeleitet. Und die Sehne kann was? Ja, die Sehne in dem Fall, das ist ja die Sehne oder der Muskel. Das kann kaputt gehen, wollte ich sagen. Das kann kaputt gehen, das kann einfach über die Dauer immer durch das ständige Schleifen wird das immer dünner, bis dann der letzte Faden plötzlich abreißt. Es kann auch mal traumatisch bei einem Unfall passieren, aber die häufigsten Sachen sind einfach degenerativ, das heißt einfach ein Verschleiß über die Zeit. Warum ist die Schulter so zickig? Hat ein bisschen was zu tun mit der Evolution. Wir laufen ja nicht mehr auf vier Beinen sozusagen, sondern auf zweien. Und da hat die Natur so ein paar kleine Nachteile. Wir haben zwar eine sehr gute Beweglichkeit, aber dadurch, dass es anatomisch alles sehr, sehr eng ist in dem Bereich, gibt es eben diese mechanischen Schwierigkeiten. Ja. Was kann man denn theoretisch machen? Also bevor man jetzt überlegt, was wofür am besten wäre, kann man, was kann man denn für die Schulter tun,
Was läuft doch alles vor einer Operation, was man machen könnte? Natürlich sollte man bei Erkrankungen erstmal gucken, dass man das Konservative ausschöpft, sozusagen, dass man versucht, die Ursache zu finden. Das ist ja oft, wie gesagt, einfach eine Entzündungsreaktion. Die kann man im Prinzip runterfahren. Da gibt es ganzheitliche Ansätze. Wir hatten schon gesagt, Ernährung kann man ein bisschen ändern. Dann ist es so, dass man medikamentös daran gehen kann. Dadurch, dass oft die Entzündung eine große Rolle spielt, kann man über ganz normale Tabletten, aber auch über eine Spritze vielleicht mal diesen Entzündungskortison, ne? Mhm. Diese Entzündungsreaktion etwas runterfahren. Und die Schulter sollte geschont werden. Also auch hier. Also schonen statt bewegen? Genau, in dem Fall ist es tatsächlich so, ein Gelenk will zwar bewegt werden, aber die Bewegung ist ja das Problem, dadurch, dass es dann schleift und arbeitet. Deswegen ist in der akuten Phase doch eher eine Schonung angezeigt. Physiotherapie wird oft verordnet, aber ist aus meiner Sicht nicht unbedingt förderlich für die Nicht in dem Moment, ne? Also genau. Wahrscheinlich später, wenn man... Hinterher umso mehr, ja. Hinterher umso mehr. Und wenn man jetzt einen Eingriff macht, ist das ein kleiner oder ein großer? Natürlich ist es so, dass wir heutzutage versuchen, das so klein wie möglich zu halten. Man kann fast alles in der Schulter arthroskopisch lösen, also mit einer kleinen Kamera schaut man rein. Dann hat man verschiedene Zugänge und kann dann die Probleme lösen. Das heißt, man kann knöcherne Engstellen beheben, indem man dann ein bisschen was abschabt. Man kann gucken, dass man den Schleimbeutel entfernt, der entzündet ist, Verklebungen wissen löst. Die Gelenklippe kann man reparieren, auch bestimmte Risse kann man noch flicken sozusagen, wenn also der Muskel schon angerissen ist oder teilweise abgerissen ist, kann man den da wieder anheften, wo er hingehört. Da kann man also arthroskopisch viel machen. Teilweise muss man den Schnitt ein bisschen erweitern, dass man also auch ein offenes Verfahren dazu nimmt, aber das ist heutzutage eher selten. Genau, was Sie mir jetzt gerade geschildert haben, sind ja die Methoden, die man in einer Arthroskopie macht. Ja. Das heißt, wie gucken Sie denn da überhaupt ins Gelenk? Ja, das ist auch bei der Schulter ein bisschen anders. Ja, man hat also nicht den direkten Zugangsweg. Es gibt aber bestimmte Softspots, nennen wir das, also bestimmte Zugangslücken, wo man sich dann an den Strukturen vorbeimogelt, um jetzt keine Strukturen zu gefährden. Also, dass man jetzt keinen Nerven oder Gefäß da verletzt, sondern man hat ganz klare Wege, wo man schon in das Gelenk hineingucken kann. Da gibt es verschiedene Durch Punkte. Durch irgend so ein Röhrchen, das man da reinschiebt mit einer Kamera? Genau, man macht also einen witzigen Schnitt und dann steckt man ein Röhrchen rein mit einer kleinen Spitze und versucht sich dann in das Gelenk hinein vorzuarbeiten. Braucht ein bisschen Erfahrung, wie gesagt, das ist jetzt nicht wie bei anderen Gelenken so, dass man da gleich reinfällt, aber das ist gut machbar. Und das heißt, also ich habe dann ein Loch nachher, das wieder zuwächst von dem Rohr mit der Kamera, genau. Und habe ich noch ein zweites Loch? Zwei, meistens sind es drei Löcher, dass man also über drei Zugangswege, es gibt noch ein paar extra Zugänge, aber in der Regel kommt man mit drei Zugängen ganz gut zurecht. Die Schnitte sind sehr klein, das ist also ein halber Zentimeter bis ein Zentimeter, da reicht dann eine kleine Naht hinterher. Man hat also kaum Narben, die muss man hinterher schon suchen. Und kosmetisch ist es also ganz gut machbar. Dadurch senkt man auch das Verletzungsrisiko, dass man andere Strukturen verletzt. Das Blutungsrisiko ist minimal, das Entzündungsrisiko ist minimal. Deswegen versucht man heutzutage arthroskopisch das Ganze zu machen. Ach so, genau. Und weil auch nicht die Verletzung insgesamt im Gewebe so stark ist, ne? Wie durch einen Schnitt zum Beispiel. Genau, man möchte natürlich nicht noch zusätzliche Verletzungen da hineinbringen. Das heißt, man kann also sagen, so eine Arthroskopie ist mehr als nur mal gucken. Natürlich, selbstverständlich. Das war früher so, die Ursprünge der Arthroskopie liegt darin, dass man einfach mal in bestimmte Körperhöhlen hineingucken möchte. Aber heutzutage ist es so, dass man auch sehr viel machen kann, fast alles. Ja, also was haben wir jetzt gehabt? Sie sagen, also die Schulter, da kann sich das Schulterdach einklemmen. Das ist ja dieses Impingement, mit dem viele zu tun haben. Man kann Kalk in der Schulter haben, ist dann in der Sehne. Und dann schneiden Sie den Kalk da raus, das finde ich ja... Sehr spannend, mit so einem kleinen Löffel. Spannend, ja, aber es ist jetzt nicht fest, sondern das ist so zahnpastaartiges Zeug, was dann da rauskommt. Das kann man, also mit einem kleinen Löffel kann man das tatsächlich einfach rauslöffeln. Ja, und Thema Schleimbeutel, also so, wenn ich mir vorstelle, wenn Sie den rausnehmen, weil der irgendwo draufdrückt und mir wehtut, dann ist es nicht danach noch schlimmer, also weil dann der Puffer fehlt? Es ist tatsächlich so, dass man, dass die Nachbehandlung in dem Fall genauso wichtig ist wie die OP selber. Das heißt, wenn der Schleimbeutel raus ist, sollte der Arm möglichst wieder frühzeitig bewegt werden, dann bildet er sich neu. Ah. Ja. Das ist so, wir haben überall im Körper Schleimbeutel, die sich auch wieder neu bilden. Ach so, okay, dann kommt er ja nach. Genau. Und wenn eine Sehne richtig abreißt, also wenn, ich weiß gar nicht, wobei das überhaupt passieren kann, wahrscheinlich beim Unfall vielleicht, oder? Zum einen durch Unfälle natürlich, aber ich sage, die häufigere Geschichte ist einfach degenerativ, dass einfach dann die Sehne immer dünner wird und dann reicht eine blöde Bewegung und dann reißt das Ding komplett ab. Dann macht das irgendwie Zing? Also merkt man das? Nein, die meisten Leute merken es nicht. Und wo bleibt die Sehne?
Die zieht sich zurück. Das ist ja so, dass sie unter einer gewissen Spannung ist, wie eine Gitarrenseite quasi. Die zieht sich zurück und wird dann anderswo irgendwo sich da wieder ankleben. Deswegen hat man auch nach dem Abriss der Sehne nicht allzu viel Zeit. Da sollte man jetzt nicht zu lange warten, sondern möglichst natürlich im Vorfeld, bevor sie abgerissen ist, schon mal was machen. Oder alternativ dann eben, wenn es soweit ist, wenn im MRT zu sehen ist, dass die Sehne abgerissen ist, dass man dann möglichst zeitnah doch eine Arthroskopie macht, um das Ganze zu reparieren. Um das dann wieder anzunähen oder anzuhaken. Genau. Es ist ja schön, wenn sich das durch eine Arthroskopie alles regelt, aber es regelt sich ja, glaube ich, nicht alles durch eine Arthroskopie. Nein, leider nicht. Die Arthroskopie sind Grenzen gesetzt, gerade wenn es dann doch eben so ist, dass der Verschleiß im eigentlichen Schultergelenk da vorrangig die Beschwerden macht, also die Arthrose da fortgeschritten ist, dann wird man auch mit der Arthroskopie am Ende nicht viel ausrichten können. Brauche ich dann ein neues Gelenk? Nicht zwangsläufig, aber es ist schon so, dass man dann, ja, wenn es gar nicht mehr geht, auch das überlegen sollte. Das ist zumindest eine Therapieoption. Dadurch, dass die Schulterprothese jetzt nicht dem Original komplett gleich ist, da gibt es leider gewisse Abstriche. Man muss gucken, dass man die Beweglichkeit am Ende nicht ganz so wieder hat wie beim Original. Es wird zumindest nicht besser als vorher, sage ich mal, weil man Beschwerden hat. Aha, okay. Aber es geht ja darum, dass man die Schmerzen lindert. Das ist das Hauptproblem, dass Leute dann ab einem gewissen Maß der Arthrose ständig Schmerzen haben, auch nachts nicht mehr auf der Schulter liegen können und dann sehr viel Schmerzmittel nehmen. Selbst damit ist es teilweise kaum beherrschbar. Und dann bleibt eben noch die Option, dass man eben das Gelenk ersetzt. Und wenn man so eine Prothese sich einsetzen lassen würde, wie ist dann die Beweglichkeit meistens? Ja, die ist jetzt nicht so, dass man gar nichts damit machen kann, aber die alltäglichen Verrichtungen kriegt man ganz gut wieder hin. Aber man kommt eben nicht über die 90 Grad, das ist fast utopisch bei einer Prothese. Zumindest, bei den kann man vorher auch nicht, weil das ja immer wehtut. Vorher ging es auch nicht, genau. Ja. Da muss man auch die Erwartung ein bisschen bremsen. Es geht bei der Prothese tatsächlich darum, dass man die Schmerzen lindert, aber das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Faktor. Die Schulter ist ja nicht nur zum Tennisspielen da, sondern da geht es um ganz alltägliche Verrichtungen, die da eingeschränkt sind. Und da bietet die Prothese doch erhebliche Vorteile im Alltag. Man hört immer wieder, dass die Prothese hat ja Kugel und Pfanne, in dem Fall Kugelgelenk, dass die umgedreht, also invers ist oft so ein Begriff. Was ist daran so toll? Es ist so, dass man zunehmend jetzt, früher war das den Frakturen oder komplexen Geschichten vorbehalten, aber dass man zunehmend auch eine inverse Prothese einbaut. Das heißt, da wird das Prinzip des Gelenks umgekehrt. Man macht also aus der Pfanne eine Kugel und aus der Kugel eine Pfanne sozusagen. Das wird umgekehrt. Das scheint also an der Beweglichkeit hinterher doch Vorteile zu bieten. Man braucht in dem Fall auch die Rotatorenmanschette, die oft mit betroffen ist, gar nicht erhalten. Die kann man komplett entfernen und hat dann eine sehr gute primäre Beweglichkeit und eine gute Funktion auch in der Schulter direkt. Das heißt, das sieht nachher trotzdem ja aus im Menschen wie eine normale Schulter. Von außen sieht man da natürlich überhaupt keinen Unterschied. Auch im Röntgenbild wird der Laie das sicher gar nicht erkennen. Aber wenn man genau guckt, dann sieht man doch, okay, da ist das ganze Prinzip umgekehrt. Aha. Ist das mittlerweile eine häufig angewandte Methode? Es wird zunehmend häufig, ja. Also es ist schon, dass man das wahrscheinlich im überwiegenden Teil inzwischen macht, bei Brüchen oder auch bei komplexen Geschichten, aber auch standardisiert. Man versucht natürlich immer so wenig wie möglich zu machen. Das heißt, so viel wie möglich im Original zu erhalten. Und es gibt eben bestimmte Fälle, wo man auch dann mit einer Standard Schulterprothese doch das bessere Ziel hat. Ja, muss man individuell sehen. Ja. Und ich glaube, für den Patienten die richtige Arbeit kommt danach. Ne? Also wenn ich wieder bei Ihnen raus bin aus dem Krankenhaus und dann... Genau. Es ist tatsächlich so, dass die Nachbehandlung essentiell ist. Das ist auch im ländlichen Bereich oft das Problem, aber wir müssen eben gucken, dass wir vom ersten Tag an die Schulter bewegen. Wenn man jetzt eine Prothese einbaut oder selbst nach einer Spiegelung und man hat den Arm 6 Wochen in der Schlinge, macht gar nichts, dann verklebt das alles miteinander, dann ist die Schulter steif. Das heißt, da muss man gucken, dass man ein gutes Regime hat hinterher, dass die Patienten schmerzfrei sind, dass sie also nicht gegenarbeiten und dass man auch regelmäßig Physiotherapie, Bewegungen, passive Bewegungsübungen mit da reinbringt. Wie macht man das zu Hause? Zum einen ist es so, dass man durch die Physiotherapie auch Eigentherapie natürlich machen kann. Bestimmte Sachen kann man erlernen zu Hause. Was wir gerne noch mitgeben für die passive Bewegung ist ein Schulterstuhl sozusagen. Das ist ein Stuhl, der eine spezielle Lehne hat, die dann mit einem kleinen Motor bewegt wird. Da kann man sich einfach reinsetzen, ein bisschen Fernsehen gucken und der Arm wird dann schön durchbewegt. Okay, aber es wird nicht alles sein, oder? Also man wird sehr viel selber dran denken müssen. Man muss natürlich selber dran denken. Bestimmte Bewegungen sollte man vermeiden, damit die Schulter nicht auskugelt. Zum Beispiel, dass man da wirklich aufpasst die ersten Wochen. Mhm. Das wird aber im Nachgang dann nach einer gewissen Zeit kein Thema mehr sein. Und wie lange ist die Schulter für mich ein richtiges Thema? Also so lange, bis ich sagen kann, also jetzt komme ich damit gut zurecht. Also die ersten 6 Wochen sind ein bisschen kritisch. Danach wird es sicher weniger, bis es komplett eingewachsen ist und man nicht mehr daran denkt, dass man eine Schulterprothese hat, werden wahrscheinlich fast ein halbes Jahr rumgehen.
Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!